Hallo! Ich zeige euch heute meine zwei liebsten Plätzchenrezepte und ich habe einen Tipp für euch, wie man mit ganz viel Spaß sehr, sehr einfach sehr viele unterschiedliche Plätzchen bekommt. Also, wir haben viel vor. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit meinen beiden Rezepten, die ihr übrigens auch auf Facebook zum Ausdrucken findet. Zuerst machen wir meine berühmten Doppelschokoplätzchen. Dafür brauchen wir 300 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 3 Eier, Vanillearoma, mindestens 15 Gramm Backkakao, ich nehme manchmal sogar 30 Gramm, und weiße Schokolade zum Dekorieren. Dann ist es ganz, ganz einfach: Musik an, Po wackeln, alle Zutaten in eine Schüssel werfen und alles miteinander vermengen. Durch den Kakao ist der Teig ein bisschen ölig, also nicht wundern. Und wenn er fertig ist, einfach in Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank warten lassen. Und wo sind jetzt die Plätzchen? Saftladen. Dann machen wir uns mal an den zweiten Teig, Nuss-Marzipan-Makronen. Dafür brauchen wir 300 Gramm Zucker, 150 Gramm Marzipan-Rohmasse, Zimt, Zartbitterschokolade zum Dekorieren, 4 Eiweiß, 300 Gramm gemahlene Haselnüsse und Oblaten. Zuerst schlagen wir das Eiweiß schaumig und geben dann Stück für Stück den Zucker dazu. In einer Extraschüssel vermengen wir dann das kleingeschnittene Marzipan, den Zimt und die Haselnüsse, und zwar mit den Händen. You have to feel it. Und dann einfach diese Masse in die Eiweiß-Zuckermasse hineinbröseln und schön verrühren. Und sobald das geschafft ist, verpacke ich meine Teige und ziehe an diesem schönen Schneetag los zu meiner Keksparty. Ich feiere mit Lena, Hella und Sarah und das bedeutet ganz einfach, dass jede von uns zwei Teige mitbringt, die wir alle gemeinsam backen. Liebe Sarah, was machst du? Wir machen jetzt Zimtsterne, vegane Zimtsterne. Hella, was gibt's bei dir? Mehl! Das ist mein Plätzchen. Das ist ein bisschen größer. Das macht tatsächlich riesengroßen Spaß. Ihr werdet noch sehen, wie viel Spaß. Und am Ende hat jeder eine große Schachtel mit ganz unterschiedlichen Keksen. Ich fange dann mal mit meinen Doppelschokokeksen an. Den Teig rolle ich zu einer Wurst und schneide kleine Scheiben ab. Die forme ich dann mit den Händen so ein bisschen rund und tada! Kekse einfach bei 180 Grad für 15 Minuten in den Ofen und abkühlen lassen. Inzwischen schmelze ich schon mal die weiße Schokolade. Sarah hilft. Schoki probieren und die Taler mit einer Seite eintunken. Die Schokoplätzchen sind am Ende weich und lecker und gehen so einfach und sind grundsätzlich als erstes verschwunden. Also unbedingt ausprobieren. Langsam steigt uns der Zucker zu Kopf. Weiter geht's mit den Makronen. Dafür muss ich nur noch die Masse mit einem Löffel auf die Oblaten geben.
Für alle Marzipanhasser, das Marzipan schmeckt man nicht unfassbar. Es macht die Oblate einfach süß und schön fluffig. Und dann können die kleinen Kunstwerke bei 180 Grad für 15 Minuten in den Ofen und anschließend werden sie mit Zartbitterschokolade dekoriert. Aber auch die anderen sind sehr fleißig und machen ihre tollen Kekse. Ich finde unsere Sammlung sehr, sehr schön und es gibt so viel zu dekorieren und zu probieren. Und je mehr Kekse wir probiert haben, desto lustiger wurde es. Der Duft, ich sag's euch, der Duft. Die Plätzchen fertig und ich hoffe, ihr habt Bock, die nachzumachen. Also denkt dran, so Hashtag Bimis und so. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Plätzchenrezepte habt, Sarah hat vegane Plätzchen für euch, Lena hat bunte Plätzchen für euch und Tyler hat sehr einfallsreiche Plätzchen für euch. Also klickt hier unten euch einfach mal durch und ich würde sagen, fröhliches Backen und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.